Red Bull Symphonic ist eine Konstellation aus Drum and Bass und Klassik. Elektronische Musik und Orchester merged in eines, damit irgendwas Neues entsteht. Für uns ist das einer der größten Tage in unserem Leben. 3 Monate Vorbereitungen kommen auf diesen Tag und er ist heute da. Grünes Licht, die Sounds kommen. Geil! Wahnsinn! Wir hören zu Hause 0 Drum and Bass. Wirklich? Ja. Was aber für uns auch extrem wichtig ist, weil wir wollen mehr oder weniger keinen Musikgenre-Inzest betreiben. Mhm. Ja? Das heißt, wir wollen nicht inspiriert werden von Sachen, die in der gleichen Szene passieren. Mhm. Wir wollen außerhalb von dem Ding stehen und der Szene was Neues präsentieren. Und ich glaube, deswegen klingt halt unser Stuff dann manchmal nicht nach Drum Bass, genau. Ja, wo Leute sagen so, eigentlich höre ich keinen Drum Bass, aber Come on, Crooked hören wir gerne. Genau da passt das Red Bull Symphony extrem gut rein, weil das ist was, was jetzt in diesem Genre noch nicht wirklich gegeben hat und auch für uns eben neu ist. Und deswegen ist das für uns auch so aufregend. Ich glaube, von was ihr gerade sprecht, nennt sich musikalische Intelligenz. Und das finde ich ganz toll. Also gerade das Weghören von Trends, bei sich bleiben und auch intelligent natürlich aufs Publikum schauen. Unsere Musik, dadurch, dass sie so viel Dynamik und Energie hat, sie extrem gut eignet dafür, in eine Symphonie umgeschrieben zu werden. Geil, super, super. Also recht facettenreich, die Nummer. Wahnsinn. Und zum Beispiel die ganzen Brass-Samples, soll ich die bedienen? Oder bleiben die stehen und ich mache was anderes? Du kannst sie interpretieren, wie du willst. Okay. Also das können wir gern so machen, wie es das du vorstellst. Okay. Der Christian Kolonowitz hat auch vorher noch nie in seinem Leben Drum and Bass gehört. Und gerade deswegen finde ich es spannend. Er hat mir total imponiert, mit welcher Größe wir es da eigentlich zu tun haben. Alles, was irgendwie Rang und Namen vor allem im deutschsprachigen Pop-Business hat. Der Christian Kolonowitz, der hat da mitproduziert, der hat das vielleicht sogar geschrieben. Gut, dass du sagst, dass du mich freilässt, dass ich mal am Anfang kreativ reingehen kann in die Sache. Und ich glaube, da habe ich das mit 4 Spuren, also 4 Brass-Instrumente gemacht. Das kann man ja dann viel imposanter machen mit mehr Spülern. Ja. Abwechslung. Natürlich. Genau. Dass also, eben nicht immer das Orchester alles übernimmt, sondern auch wieder freistellt, was anders interpretiert. Genau. Es darf ja nicht nur A, B sein, sondern es muss ja auch irgendwann dieser Hybrid entstehen. Ich analysiere das für mich, mache mir auch Aufzeichnungen, was für mich mehr in Frage kommt, weniger in Frage kommt, wo ich mich mehr oder weniger einbringen kann, orchestral, und treffen wir sie dort nochmal. Ja. Über die vergangenen 12 Jahre haben Sie natürlich gewisse Rollen gebildet im Studio. Definitiv, Markus ist viel kreativer als ich. Die Tunes fangen immer bei ihm an und sie hören immer bei mir auf. Also ich bin eher der Praktikable. Ich schaue, dass am Schluss auch was rauskommt. Und der Markus zangelt halt so im Detail umeinander. Der Träumer, nein, aber auch der Perfektionist und der Visionär. Das muss man auch sagen. Also von hier sollten nur 16 Takte eingefügt werden. Der Rainer ist definitiv der Pragmat. Und da bin ich auch froh drüber, weil ich würde wahrscheinlich sonst seit 10 Jahren keine einzige Nummer mehr fertig gemacht haben. Und da ist es gut, dass man das dann aus der eigenen Hand gibt und jemanden hat, dem man da volles Vertrauen schenkt, der dann das Ganze aufbauen kann und wirklich eine Nummer daraus arrangiert, ohne dass der Vibe irgendwie verloren geht. Und deswegen ist, glaube ich, das Zusammenspiel zwischen Reini und mir so perfekt. Endlich sind sie mal zu spät. Das ja, ist sehr sympathisch. Das ist meine Schuld. Bist du, da tut es einiges in dem Keller. Voll. SDS, schön.
Alles dabei. Da wird nicht nur der Wein gehortet. Jo, schauen Sie sich das an. Ja, also was wir da haben, sind im Grunde die ersten 6 Titel der Show, die jetzt mittlerweile orchestriert sind. Mhm. Und hätte man nicht gedacht, dass es so ein Buch wird, so riesig. Ja, das, es kommt ja noch viel mehr als ja quasi erst der erste kleine Part. Ein Viertel haben wir jetzt. Für uns ist das total eine andere Sprache, aber wenn man ein bisschen macht es dann doch wieder Sinn. Es, also es folgt schon eine gewisse Logik, natürlich. Es bleibt eure Sprache. Mhm. Das ist auf jeden Fall. Das ist ja das irre Klavier, was man geschickt habt. Da habe ich lang dran gearbeitet. Ja. Das war. Vor allem, ich bin gespannt, wie das der Pianist auffasst. Da muss man halt dazu sagen, gell, für uns, wenn wir das einprogrammieren, wir zeichnen ja die Noten einfach mit der Maus ein, denken wir halt nie dran, ob das jemals irgendwer live spielen könnte. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung für das Orchester, es ist eine große Herausforderung für mich, auch das zu dirigieren. Mhm. Ich meine, 175 Beats per Minute ist eine Aufgabe für ein Orchester, das durchzuhalten. Du kannst nicht 16 Sekunden lang auf voller Lautstärke eine sustainte Noten haben. Da fällt da jeder Bläser um. Ne? So ist es, ja. Da gibt es aber Ohnmächtige. Ja, deswegen haben wir so viele. Das ist Verschleiß, Verschleiß. Also mit Ende der Show werden dann nur mehr 2-3 über sein. Genau, ja. Der macht das alles im Kopf, von null weg. Keine Ahnung, wie das geht. Aber er hat uns gerade gesagt, er hat uns am Klavier vorgespielt, hat gemeint, da spielen die Flöten das und dann spielen die Streicher jenes. Und das addiert sich dann zu diesem wunderbaren Gesamtbild. Und ja, auf das vertrauen wir natürlich. Da bin ich noch nicht fertig, das Vibraphon auf jeden Fall. Das Konzert, wenn es voll ist, hat einen Nachhall von fast 2 Sekunden. Und Drum and Bass hat 175 Anschläge pro Minute. Das heißt, eigentlich ist relativ wenig Platz zwischen den einzelnen Sounds. Und somit kann es vielleicht sogar sein, bei der Probe, dass wir noch sagen, ui, wir müssen die Drum Styles rausnehmen. Für uns ist das jetzt echt ein großer Moment, zum ersten Mal im Konzerthaus. Und wir stehen jetzt hier und ich schaue da in die Runde und denke mir, wow. Heilige Hallen. Ja, heilige Hallen, und das passiert wirklich. Und das ist was ganz Besonderes für uns und auch eine massive Ehre. Aber das war halt auch episch, ne? Quasi ihr hinterhört umringt vom Orchester, du vorne als Kapitän. Man könnte es halt vom Licht super inszenieren, weil dann könnte man halt zum Beispiel Sharpies drumherum anbringen. Da können wir die Lasergase wieder einfahren. Und die Lasergase und alles, genau. Also da könnte man halt wirklich schön mit dem Licht arbeiten, wenn wir hinten sind. Weil man muss schon bedenken, wenn man die Lichter um uns vorne anbringt, dann erzeugt das fast so ein bisschen einen Käfig vor dem Orchester, und wenn du das beleuchtest, dann leuchtest du eigentlich nicht das Orchester hinter dir aus, sondern was du dann erzeugst, ist ein Abstand, den du eigentlich nicht willst. Ist halt die Frage, da passiert halt, siehst du, da ist die Booth eigentlich vor dem Orchester und hinten ist halt wirklich nur Percussion. Obwohl es ein super Design ist, ist es ein Fremdkörper, der Booth. Ja, genau. Du spürst ganz einfach von Brahms über Mahler, alle Leute, die da drin musiziert haben. Und es ist dann natürlich auch so eine große Ehre, wenn man denkt, hey, wir stehen auch da und ja, das habe ich das verdient. Sagen wir so, wir werden das Beste geben, weil mehr können wir nicht und weniger wollen wir nicht. Ein Problemchen. Nein, ist nicht mehr dasselbe. Ja,
Es nervt halt einfach dieses Deppere herumgestiege. Da, das macht alles keinen Sinn. Heute erste Probe im Funkhaus hier. Wir halten uns eher noch im Hintergrund heute. Das ist hauptsächlich einmal fürs Orchester. Und wir kommen eigentlich dann erst am Donnerstag so richtig zur Geltung, beziehungsweise dann auch im Konzerthaus. Wir haben aber da sowieso noch sämtliche technische Spompanalen, die wir ausglätten müssen. Das heißt, wir brauchen da sowieso noch Zeit für uns selbst. Wir haben das ja alles irgendwie selber uns ausgedoktert, dieses ganze System hier. Aber ja, wir arbeiten wie immer gegen die Zeit. Da ist aber auch noch nichts angeschlossen. Na gut, dann kann es ja nicht gehen. Dann kann es nicht gehen. Das ist unwahrscheinlich. Na sehr gut, dann wissen wir, dass es nicht geht. Das haben wir schon so oft aufgebaut und trotzdem vergisst man immer wieder. Fast auf deine. Fast auf. Achso. Jetzt möchte ich zwei. Ich möchte euch begrüßen. Ich freue mich, dass wir das zusammen machen. Drum and Bass und Orchester, also etwas ganz Neues, noch nie Dagewesenes. Und das Ganze haben wir zu verdanken den beiden Herren da hinten, Carmo und Crooked. Grüß euch, hallo, ja, hallo. Danke an euch. Danke. Die Produktion dauert 75 Minuten und wir spielen 75 Minuten durch. Wir haben nur 4x16 Takte Pause. Also bitte die Kraft gut einteilen. Ich entschuldige mich jetzt schon beim Holz. Also bitte selber intelligent die Pausen ausrechnen und eingeben. Es gibt zwei Dirigenten, das ist der Klick diesmal und ich bin der Master of Ceremonies vielleicht, aber nicht der alleinige Dirigent, der ist im Ohr. Die Noten, wie sie dastehen, sind ja eigentlich einfach, aber ihr werdet sehen, es ist dann im Endeffekt nicht so einfach, weil wir müssen quasi mit den beiden Jungs, mit Carmen und Crooked, ganz einfach einen Puls finden und dieser Puls wird von hinten vorgegeben. Wir spielen fast durchgehend auf Tempo 175. Okay. Okay, probieren wir es. Von vorne. Und. Kommt sehr gut, sehr gut. Es kracht. Also viel besser als erwartet, vor allem fürs erste Mal und gleich mal ein richtig harmonisches Zusammenspiel. Wir hören das wirklich zum allerersten Mal. Und das, also absolute Gänsehautmomente, einfach schon quasi nachdem alles gestimmt worden ist, war totales Chaos. Man dachte, Chaos, Chaos. Und dann, wie es losgegangen ist, ist es kurz leise geworden. Reingefahren und ich habe gedacht, boah, genau so, wie es mir vorgestellt in meinen schönsten Träumen. Er wird zu spät. Definitiv zu spät. Er war zu spät. Ich war mir nämlich nicht sicher, ob sie erst zum Klatschen anfangen, wann der Drop ist. Nein, glaub nicht. Nein, glaub nicht. Ich glaube, da war jetzt ein Fehler wieder vom Takt. Ja. Da haben wir falsch eingesetzt, oder? Ja. Weil die Klatscher fangen ja eigentlich so. Ich habe den Klatschern falsch eingesetzt. Ich glaube, wir haben um zwei Takte. Genau, du hast zwei Takte eingesetzt. Zu spät eingesetzt. Nein, zu früh. Schauen wir es uns nochmal an. Genau. Vom Intro Wittstock da weg. 6,33.
mal ein bisschen leiser bei dir, ja, weil das muss nicht sein, dass der da drüber kommt. Das hat ein Delay. Hast du es gemerkt? Kann auch sein. Das hat sich nicht eingegangen. Ja, das war der, Satz. Bravo. Aber beide. Klatschen. Abklatschen. Also. Wie ein Drill, oder was? Das ist einfach, das für die klassischen Musiker ist es extrem schwer, auf Klick zu spielen. Ja. Weil das alles ist ja alles immer mit weniger Tech. Bei uns ist halt voll staccato die ganze Zeit. Ne? Ja, ist klar. Das macht halt das. Ich meine, es sind natürlich dann auch viele Sustain-Parts drin. Aber alles. Fühlt sich schon ein bisschen anders, weil wir hier. Ihr braucht es eh, ja. Ja, sicher. Auf diesem Tempo merkst du natürlich sofort, wenn irgendwo Flammen steht. Ne? Das ist ja ganz schön. Super, cool. Das kommt sehr gut. Also wirklich sehr super diszipliniert vom Timing. Weil wir waren uns nicht sicher, ob das wirklich schaffen. Ne? Aber du bist da echt on point. Ich bin da total akribisch. Das ist ja das Allerwichtigste. Das Sache ist, du musst halt jeden anders dirigieren. Ja, du musst für die Percussion ganz anders eins geben, als für einen Streicher zum Beispiel. Und das schaut manchmal verwirrend aus. Ja. Was läuft und auch die Technik, wie man das, also quasi, wie man es auszuschießen. Das habt ihr so im Griff, das ist so toll. Ja, das passt. Hey, na, habe ich nicht anders erwartet. Super. Nein, wirklich. Seid echt happy. Danke, Christian. Ja, also ebenfalls. Ja, also. Schauen wir mal, ist der sicher defekt, der zweite? Das letzte Mal war er. Probieren wir es. Aber dann stecken wir doch das iPad da an. Ja, aber dann geht ja das nicht. Nur zum Testen meinst du, oder? Zum Testen können wir es, damit der Markus wenigstens seine die Paranoia verliert, dass es der Hub ist. So, jetzt probieren wir. Jetzt geht wahrscheinlich das andere nicht mehr. Aber das ist nicht geahnt. Genau, so ist das Keyboard, ist auch nicht geahnt wahrscheinlich. Schau, ich glaube, es ist. Der Plan ist, dass wir heute unsere Booth auf Herz und Nieren prüfen, dadurch, dass sie doch schon seit einigen Monaten nicht mehr aktiv war. Also die war genauso im Winterschlaf. Und dadurch, dass in der Live-Booth hinter uns mehrere hundert Meter Kabel verlegt sind, im Gerüst intern, kann es natürlich schneller mal passieren, dass es einen Kabelbruch gibt. Ja, bitte starten. Schau, das ist jetzt das Bitweg, weil es ist auch nicht die MIDI-Ports dort. Und damit man diesen Stress dann nicht bei der Show hat oder bei der Generalprobe, so treffen wir uns immer ein paar Tage davor und schauen, ob wirklich noch alles funktioniert. Es ist immer ein großes Troubleshooting, ein großes Hin und Her. Steck das iPad bitte mal da an. Ich stecke ihn nochmal direkt an. Ja, das ist wurscht. Ja, eben, aber trotzdem. Also der Peter, ich habe halt schon gemerkt, er steht schon ein bisschen in den Startlöchern und merkt von sich selber aus, man, da war jetzt Platz, da würde ich gerne ein bisschen reinjammen. Es steht vielleicht jetzt nichts in der Partitur drin, aber ich glaube, das wird passen. Und dann hat er halt so ganz vorsichtig angefangen und ich habe schon gemerkt, er hat so ein bisschen hingeschaut zu mir, so ein bisschen so, ah, wie schauen wir aus? Und dann auch so quasi ein bisschen haben wir uns in die Augen geschaut und haben ihm gegeben, hey, das ist gut, mach mal ein bisschen. Und hat das eigentlich auf den ersten Versuch nach einfach so eine gute Line drüber gejammt, dass wir einfach entschieden haben, das nehmen wir mit, macht das jedes Mal. Und man hat einfach gesehen, wie motiviert er war, ja, wie er das gespielt hat im Vergleich zu vorher. Und es hat extrem gut gepasst, weil ich meine, im Endeffekt die komplette Partitur ist von Christian geschrieben worden und er muss ja eigentlich in den Kopf jedes einzelnen Musikers reindenken. Und dann ist er halt vielleicht gerade zu dem Moment nicht ganz so affin mit der Situation, die da passiert für den Drummer. Ja, und das hat natürlich der Drummer jetzt ausgenutzt.
Super geil, Jungs und Mädels. Großartig. Bauernguss, passt. Super, super. Ab wann genau? Du kannst gerne ein bisschen dazu schreiben. Gell? Also, du kannst auch gerne immer am Schluss von jedem 8 oder was Films machen. Kannst voll abjammen auch. Ja. Je mehr, also, du hast das eben Gefühl, da vertrauen wir davor. Ja, dann und irgendwie, irgendwann eine Lücke ist, dann habe ich irgendwie immer so ein, keine Ahnung, ich glaube, da würde was reinpassen. Aber ja nicht zu viel, weil sonst wird es aufdringlich und es ist ja überhaupt nicht in den Noten gestanden. Ich habe gesagt, ich probiere mal. Ich habe dann auf die Jungs geschaut, mal kurz eine Reaktion gewartet und meinte, ah, okay. Und dann habe ich dann einfach weitergemacht und ja, das Rest kam einfach. Das ist Improvisation, Jammen, einfach. Hey! And how do you feel? Yeah, a bit spaced out, but good. Yeah, it's part of the game. It's part of the thing. Nice to have you here. Thank you. And looking forward to get everything going. Yeah, let's do it. Schönen guten Morgen wünsche ich euch. Wir haben einen Gast hier bei uns, extra angeflogen, die ein Lied singen wird, nämlich das Black or White. Ladies and Gentlemen, welcome Tasha Baxter. Trying to sing the first time round, I was pretty nervous. And at the same time, I started like getting tears in my eyes because of how beautiful it sounded and the whole sort of experience that was happening. So pretty surreal. Sounded good? I couldn't concentrate. Yeah. You chill, it's first time now. Oh, yeah, I know. Oh, my God. I know. Nice, yeah. It's nice. I was like getting a bit relaxed. Emotional. Wet in the ears. Yeah, yeah. Wet in the ears. Wet in the eyes. Yeah, and the ears. Okay. We're getting wet around the ears. Yeah. Bis deppert. Es geht ordentlich Gas, oder? Das ist so gut. Wird immer, na, wirklich. Wird immer besser. So gut. Das fühlt sich ja so sicher. Ja, geht es schon wirklich gut daran. Was ist denn eine? Es wird geradelt einfach schon. Das ist traumhaft. Und es ist so viel epischer im Ganzen durch nochmal. Gell? Das macht so viel Sinn. Das ist jetzt eine Symphonie. Ja. Das ist wirklich so. Das ist, es vergeht auch so schnell. Es ist so, der Run quasi, du fährst jetzt mal 40 Minuten oder so und dann denkst du, jetzt ist die Probe schon wieder vorbei. Verdammt, Cold Boys. Ihr habt es richtig ausgewogen. Ja. Wir haben da auch noch so ein kleines Mixer-Level. Alter, es ist so scheiße. Passt so zusammen. Ja. Es geht so in einem. Ja. Du. Danke, bis morgen. Sehr super. Baba. Super Leistung, alle. Super. Eine Dame aus dem Orchester ist schon zu uns gekommen und hat gefragt, erzählt dieses Stück die Geschichte der Erde? Ja, ich würde sagen, das Repulsum-Phonic-Projekt widerspiegelt
die Geschichte Camo Crooked. Auf jeden Fall, ja. Jetzt muss man dieser Run da super Energie. Mit dem Red Bull Symphonic ist es unser erstes Mal einen Auftritt in solchen epischen Hallen wie dem Konzerthaus. Also für uns ist das eigentlich einer der größten Tage in unserem Leben. Sowas haben wir noch nicht erlebt gehabt. 3 Monate Vorbereitungen kommen auf diesen Tag und er ist heute da. Und ja, wir können es nicht erwarten, gehen mit einem extrem positiven Gefühl in das Ganze und sind extrem glücklich und aber auch extrem nervös und gespannt. DJ-Set, wenn wir zum Gig kommen, ist eigentlich meistens nur mal 15 Minuten bis zur Showtime. Und hier muss man ja doch den ganzen Tag schon vor Ort sein. Und daher ist das eigentlich für uns eine relativ neue Situation. Viel zu viel Bässe zuerst und das habe ich dann natürlich kundgetan, weil dadurch sind die Bassinstrumente des Orchesters verloren gegangen. Also die tiefen Posaunen waren weg, die Tuba hat man nicht mehr gehört. Es ist halt immer von Halle zu Halle unterschiedlich, wie man das einstellt, wie man das justiert. Ja, jetzt glaube ich, sind wir bei einer guten Lautstärke. Musiker. Ja, aber wir sind unspannend. Nein, weil wir müssen da halt ein bisschen gegenhören, dass wir wissen, dass wir den Backup-Tour erinnern. Ja, eben. Reini, sobald du zur nächsten Sektion kommst, solltest du einmal runterkommen, dass du das anhörst, ja? Naja, Christian, für den geht es halt sehr, dass man jede Kleinigkeit aus dem Orchester hört. Quasi am Anfang war zu viel Bass und zu viel von uns. Dann hat er gesagt, so kann er nicht arbeiten, bitte weniger Bass. Aber wenn es jetzt klingt wie Orchester mit ein bisschen Drum and Bass, ist das nichts Gescheites, ist nicht Fleisch und nicht Fisch. Wir müssen irgendwo einen Kompromiss finden und das ist halt genau schwer, den zu finden. Fühlt sich das nicht mehr. Ja. Die Emotionen gehen dann natürlich mal hoch und dann hat sich natürlich der Soundtechniker gedacht, naja, wenn er keinen Bass haben will, dann kriegt er halt keinen Bass. Es geht halt einfach halt generell von uns alles unter. Ne? Wirklich? Ja, ja. Okay, na, dann müssen wir was tun. Ja, das kriegen wir. Also. Auch wir sind alle daran interessiert, ein Optimum herauszufinden. Also ich? Ne? Wir sperren uns hier gar nicht gegen irgendetwas. Nein, gar nicht. Lass mich einfach ein bisschen arbeiten. Ja. Ja. Carsten, jetzt entschuldige ich mich schon im Vorhinein, weil ich weiß, dass du wirklich super denkst, weil ich hab die bestellt. Also bitte, wir lassen dich jetzt arbeiten. Okay. Alles klar. Na, wir haben einen Podcast zusammen, da passt wieder alles. Weil es ja doch auch Neuland ist für alle Beteiligten, unter anderem auch den Sound-Engineer, der extra aus Deutschland eingeflogen wurde. Das hat anscheinend den Christian auch ein bisschen auf die Palme gebracht, aber es ist eigentlich nur eine Level-Geschichte, dass sowohl Symphonie, also Orchester, als auch Camo und Crooked beide hörbar sind und sie nicht übertrumpfen, weil es soll ja nicht ein Gegeneinander, sondern ein Miteinander-Spielen sein. Und bei den letzten paar Tracks, die wir dann noch bei der Generalprobe geübt haben, hat alles soweit gepasst. Also es wird dann auch noch um einiges besser klingen. Ja,
Ja, es ist jetzt schon relativ kurz vor dem Konzert, der Moment, auf den wir jetzt 3 Monate hingearbeitet haben. Ja, es wird wahrscheinlich die ein oder andere Träne fließen, natürlich emotionale Freudentränen. Wir sind super angespannt, das Lampenfieber ist jetzt schon vorhanden. Dadurch, dass es heute kein DJ-Set ist, sondern ein 75-Mann-Orchester da unten steht, da kann man ruhig einmal nervös sein, glaube ich. Vor dem? Schon? Ja, du hast recht, du singst ja, du machst alles Mögliche. Ja, ich bin sowieso extrem positiv überrascht von euch, weil ihr total flexibel, offen, natürlich nicht nur euren Part sitzt. Es geht ja um die Symbiose. Wir können viel lernen von euch. Und ich hoffe, wir haben euch da auch irgendwie ein Bett für euch geliefert, auf dem ihr gerne drauf spielt, weißt du? Du hast 80 neue Fans. Super, ja, perfekt. Ja. Wir schaffen das. Jetzt müssen wir es auch, die Hitten, seid ihr doch. Hier ist der erste vom Orchester. Wir sind schon mordsnervös. Der Moment, auf den wir jetzt 3 Monate hingearbeitet haben. Grünes Licht, die Sounds kommen. Let's go.
Ich glaube, was wir gelernt haben, ist, dass wir oft Sachen aus unserer eigenen Hand geben sollten und anderen Leuten anvertrauen. Und das war eigentlich das allererste Mal in unserer Karriere und das hat sich jetzt bezahlt gemacht. Unbedingt einen Livesänger oder Livesängerin vor Ort haben. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Gast als die Tesha. Die singt es wirklich genauso wie auf dem Album, wenn nicht sogar besser. Die Nummer ist, glaube ich, nochmal um einiges emotionaler worden dadurch. Es ist wirklich wunderschön und es ist, glaube ich, einer meiner Lieblingsmomente. Also so wie ich diese Symphonie selber erlebe als sehr, sehr starkes und emotionales Stück, das wird, glaube ich, so bei den Leuten auch ankommen und ja, für lange in ihren Gedächtnissen bleiben. Musik, die mir ja nur oberflächlich bekannt war und immer wieder komme ich drauf, erst wenn man in was einsteigt, sollte man auch drüber reden, vorher nicht, vorher sollte man respektvoll zuhören. Wir haben genauso geschaut, dass wir der Klassik Respekt zollen, soweit wir können. Und ja, wir haben, glaube ich, da eine super Synergie erschaffen. Thank you.
Ich bin ja eigentlich sprachlos, das hat wirklich jegliche Erwartungen unserer Seite zu getroffen. Ich glaube, wir sprechen da im Sinne von Christian Kolonowitz, dem Max Steiner Orchester. Alter! Ja, jetzt kommen vielleicht wirklich nur die Tränen, ich muss mich wirklich zusammenreißen. Ja, das war schon unglaublich. War schon ein wilder Ritt. Ja, sowas habe ich so in der Form natürlich noch nicht erlebt, aber auch da drinnen.